Okay, läuft. Aufnahme läuft. So. Okay, wie gesagt, Elias, Ralf, wenn da oben, wenn ihr soweit seid, eröffnen wir den Krieg, ja? Hey Lukas, hast du Ansprüche gestellt? Nein. Also ja, okay. Aber jetzt nicht mehr. Ich habe ihm die gestern leider versaut, da war ich zu blöd. Beziehungsweise, Moment, ich muss meine Aussage erweitern, ich finde es scheiße, dass man die Ansprüche seiner Koalitionspartner nicht sehen kann. Das wäre nämlich nice. Das siehst du erst im Krieg. Oh, kann das sein, dass ihr schon losgelegt habt oben? Wir sind noch nicht im Krieg. Weil wir haben plötzlich rote Linien. Ja, der hat die Grenze geschlossen. Ah, nice, okay. Bei mir sind die offen. Ja, der Entity, der ist ja sowieso ein bisschen pissed auf uns. Müssen wir erstmal aufpassen. Verstehe ich gar nicht, warum. Hat er bei mir die Grenzen offen? Ja. Bei mir glaube ich auch. Ich könnte da auch hinfliegen. Du hässlicher. Wow, was geht jetzt? Das Sternkollektiv hat mir gerade die Grenzen geschlossen. Ja. Aber ich... Alle Mimien. Das ist ekelhaft. Ganz ehrlich, ich mache jetzt einfach die ganze Zeit Jumps. Viel schneller als da durch 10 Systeme durchrutschen. Ja, ich habe leider keine Jumps. Dann frage ich mich, wie du... Ach so, du hast bei dem die Grenzen offen. Ja, freu dir einen Keks, ey. Durch die Valon Entity komme ich nicht durch. Ohne Jumps. Also insgesamt höre ich heraus, ihr macht das so, ne? Ja. Ungefähr. Wie sieht das eigentlich aus, Ele, mit den Systemen da oben bei dir? Willst du die nicht mal alle... Da sind noch so 3 freie Systeme in deinem südlichen Reichszipfel da. Könnten ja Ressourcen sein und so. Technology discovered. Ich check nicht... Achso, eins... Ja, ja. Es ist aber alles nur, Dingsgedöns und Bums. Ah, nice. Ne? Ich steh auf sowas. Ja, ich muss erstmal wieder ein Konstruktionsschiff bauen. Ja, ich hatte die auch alle ausgemustert. Ich sag nur ein Autobild. Wie stellt ihr die? Ja, wie gesagt, Motten und so, ne? Mach mal. Alter, der druckt, ja. Was? Wer druckt was? Mein Landungsdruck. Ja. Ja, aber mir sind auch schon 6 davon fertig. Ich habe auch 8 fertig. Alter, 2,9k. Nein, warte, falsches Gedöns. Bei mir sind 6 fertig. Ich habe die ja gerade erst gemacht. Wie funktioniert das eigentlich? Mit dem Einnehmen des Planeten. Du nimmst deine Transportflotte, machst einen Rechtsklick auf den Planeten und dann im Orbit landen. Ein Armee. Ach, wie schön das ist. Das Geile ist, dass die Transportflotte auch mit diesem Sprungmodul ausgestattet ist, ne? Ja. Ja. Das heißt, sie kann schön im sicheren Hafen bleiben und gleich kann ich sie da hinten zur Heimatwelt schicken. Genau wie meine eigentlichen Flotten. Nice. Wie sehen eigentlich dem seine Truppen momentan aus? Groß. Das möchtest du nicht wissen. Hässlich. Da sind so auf einem Fleck sind so 60.000, 70.000, auf dem anderen Fleck sind 25.000, 20.000. Also insgesamt nicht so nice. Kann mir jemand vielleicht Energiequelle zur Verfügung stellen? Boah, ich bin gerade in einem Minus. Tatsächlich. Ich habe auch ein dickes Minus. Ich kann dir da nicht helfen, leider. Was brauchst du denn? Energiequelle, so viel wie du haben kannst. Ich muss meine Wirtschaft gerade in den Schwung kriegen. Ich habe gerade mal 15.000. Ich kann dir 5.000 auf jeden Fall schicken. Ja, das passt. Damit kann ich erstmal arbeiten. Kontakte. Muss ich hier erstmal suchen? Machen wir nochmal Spielerei. Diplomatie.
Handelsabkommen. Oh, selbst die Konstruktionsschiffe können springen, wie geil. Ja. Wenn du die Forschung gemacht hast und alle Schiffe, die danach hergestellt werden, die haben das dann schon automatisch drin. Alles andere ja. musst du noch upgraden. Es sei denn, du hast die automatische Verbesserung ausgeschaltet. Komm, dann natürlich nicht. Alter, irgendwer erhebt Anspruch auf System. Also, steht. Wenn ich hier ja, wir hatten ja auch gestern diese Vylon Entity oben rechts bei uns. Danke, Ralf. Ach, das Sternkollektiv hat gerade auf einen Systemanspruch erhoben, wo ich gerade erst einen Außenposten gebaut habe, nämlich das mit dem schwarzen Loch, dieses Light's End. Ah ja. Alter, das ist so ein Müh. Fick dich. Muss ich jetzt extra zweimal springen? Ja, scheiße. Das reduziert unseren Angriff um 200 Tage. Ja, das passt schon. Meine Flotten sind gerade noch am Upgraden, also mach das jetzt nicht so ad hoc, sondern mit Vorwarnung für uns, ne? Nicht, dass wir dann gezwungen werden zu handeln, weißt du, was ich meine? Ele? Ja? Ich fliege mit einer Flotte von mir, fliege ich dann nach unten nach Kador, nehme das schon mal in Anspruch. Also nehme ich schon mal ein, dann habe ich das schon mal. Mit der großen Flotte fliege ich dann direkt nach zum Wurmloch, ne? Mach halt. Ich kann auch nicht mehr viele Schiffe bauen, ne? Scheiße. Na, wo ist er? Gibt's eigentlich noch bessere Reaktoren? Bessere Reaktoren, ja. Soll aber per Forschung kriegen. Ah, okay. Wo ist er? Bioreaktor erstmal machen. Schade. So, das war... okay. So, wie viele Schiffe kann ich jetzt zur selben Zeit produzieren? Alter! Aua. Lass die hochfahren. Ich kann 20 Schiffe gleichzeitig machen in meiner Werft. Ja, ich habe auch viele Werften. In einer. Fick dich. Und ich habe eine Geschwindigkeit von plus 125%. Alter, wie lange brauchst du? 203! Ah, dann hör auf rumzubrüllen, produziere Schiffe und schick die nun. Oh, ich hab aber jetzt ein Minus. Hey! Tell me more! Ah, krieg ich wieder hin. Was für ein Minus krieg ich denn von dir? 40? Ah, gut, egal. Hau ich schnell wieder drin. Alter, ich hab grad einen Admiral gekriegt, der die Schiffshülle täglich um 0,5 repariert.
Nice. Und tägliche Regeneration der Hülle und der Panzerung um 0,5%. Prozent. Täglich. Prozent. Alter, so ein Jump Drive dauert halt 200 Tage. Ich muss auf einen Jump warten, schon alle Schiffe wieder voll geheilt. Ja. Gut, Leute. Also, ich wäre soweit. Eli, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich könnte. Lukas? Ja. Okay, dann gucke ich schon mal schnell meine Flotten. Ah, lol, ja, nee, Leute, bei mir dauert's noch ein bisschen. Meine Flotten sind fast fertig, aber die upgraden gerade noch. Okay. Alles klar. Ich schrei gleich, wenn es soweit ist. Ich habe jetzt erstmal auf die Upgrades verzichtet. Kannst du ungefähr absehen, wie lange der Upgrade ist? Also wie lange der eine steht bei 72%, jetzt 73%, der andere bei 38%. Das sind mehr Schiffe. Wird noch ein bisschen dauern. Okay. Guckt ja, ihr derzeit nochmal schnell nach euren ganzen Systemen, dass ihr Planeten und Co. alle im Griff habt. Wie geil ist das denn? Also, ich kann jetzt bei meinem Planeten, beim meinem Koloss-Projekt, kann ich jetzt Nanobot-Zerstreuer als Planetenzerstörer machen. Cool. Der verteilt nämlich Nanobots in Schwärmen in der Atmosphäre, die fühlenden Wesen infizieren und sich anschließend selbst in kybernetische Implantate umbauen, wodurch sie ihre unwissenden in Cyborgs verwandeln, die anschließend der Maschinenintelligenz unterstellt sind. AKA Borg, AKA Cyberman von Doctor Who. Ja. Finde ich gut, ist eine gute Taktik. Aber bitte nicht unsere Truppen, ja? Danke. Ja, so, mein, aber nicht. My dear friend, mein Koloss ist fertig, ich schicke den runter, ne? Er kann, Planeten zerstören. Ja, aber wie gesagt, bitte nichts im Norden des Reiches. Der Süden ist mir egal. Den will ich mir jetzt mal ansehen. Aber warte, was heißt denn, der kann Planeten zerstören? Sind die Planeten dann auch nicht mehr bewohnbar danach oder kann man die dann neu aufbauen? Umwandeln. Ein beschleunigter Neutronenstrahl bemalt die Planetenoberfläche und schädigt dabei die meisten Materialien, wobei biologisches Gewebe direkt vernichtet wird. Okay, klingt nach Heimatweltangriff. Sollten wir machen. Ja, ist zwar dein System, aber... 1500 Tage. Der ist gerade fertig geworden, tut mir voll leid. Bis dahin ist der Krieg hoffentlich vorbei, ja. Glaube ich nicht, aber... Lukas, lass mal ganz kurz hier besprechen. Was hast du für eine Sprungreichweite? Welche Systeme kriegst du... Halt die Fresse, Berater. Welche Systeme kriegst du im weitesten? Wie meinst du das? Ja, du kannst ja mit deinen Flotten springen, ne? Nein, kann ich nicht. Okay. Ich habe keine Ressourcen, um... Also... Anders. Ich habe Militärflotten. Ja. Wovon mein Juggernaut und mein Titan und mein Koloss springen können. Alles andere kann nicht springen, weil ich halt nicht die Ressourcen habe, um die abzugraden. Ah, dann lass doch deine dicken Dinger hier hinspringen, dann sind die doch schneller hier, oder? Ja, zwei davon sind schon bei Babylon. Einer kommt jetzt. Das dauert aber, weil der kann zwar springen, aber der will nicht. Okay. Kann er nicht. Keine Ahnung. Ist das eine gewisse Reichweite, die der hat? Ja, du siehst die Reichweite, wenn du die Flotte oder das einzelne Schiff anklickst mit so einem gestrichelten Ring um deine Truppe drumherum. Ah, da kann jetzt von Alpha Centauri direkt dahin springen, dann dauert das nicht so lange. Der kann direkt runterspringen? Nein, der kann bis zwei Klicks vor Orim springen. Bis zu meiner Station, fast. Da ist er. Nice. Oh, ich sehe, das kleine Symbol ist ein Totenkopf. Finde ich gut. Rat mal warum. So, jetzt braucht er nur noch 1800 Tage. Ja, der kann doch nochmal springen gleich. Der dauert aber noch.
200 Tage muss der aufwerten, aber bis dahin kann er jetzt erstmal springen. Ja, meine Flotten sind jetzt immer noch bei 38%, warum auch immer, und bei 96. Wartet der da auf irgendwelche Ressourcen oder was? Keine Ahnung. 39, nee, der ist einfach nur scheiße langsam, alles klar. Achso, das sind ja auch 26 Schlachtschiffe, okay. Was? Naja, meine Hauptflotte. Dann bin echt mal gespannt, wie das denn jetzt ist, wenn ich sag, alles klar, Vernichtung. Ja, wir springen dann gleich nicht, sondern wir fliegen mit unseren Flotten durch die Systeme durch, ja. Und zwar, unsere Route wird sein Shukon, Doton, Exilion oder wie das heißt, und dann direkt Atrak. Es sei denn, die kommen uns entgegen, dann werden wir schon vorher eine gigantische Schlacht haben. Ja. Dann wird mein, das Ziel meines Kolosses sein, Atrak zu zerstören, ne? Den haben wir probiert. Richtig. Genau. Machen wir. Finde ich gut. Okay, muss ich Drohnenlager bauen. Okay, die Upgrades laufen. Schön, eine Forschung wird gleich fertig. Schadenangriffsarmee plus 15% und Moralangriffsarmee plus 15%. Nice. Ja, so. Der Juggernaut ist eine Schiffswerft, ne? Ralf, wo fällst du gleich zuerst drauf? Ich schicke meinen Juggernaut. Schicke ich nach Kador. Nimm mir den Planeten schon mal. Oder nimm die Ecke. Und den Rest schickst du weiter, okay, weil ich muss in Kador springen. Und dann habe ich 200 Tage, um weiterzumachen. Ja. Ja, das weil dauert nicht lange. Weil ich halt leider die Grenzen geschlossen habe. Gesundheit übrigens. Danke. Das heißt, ich komme in einem krassen Delay an. Ja, das macht nichts. Soll ich dann auf Virtus warten auf dich? Wie du magst. Du musst ja sowieso auf deinen Juggernaut warten. Okay. Alles klar. Ah, meine Transportflotte ist auch schon unterwegs. Dürfte eigentlich reichen. Der Landungsarmee ist auch fast fertig. Dann schicke ich, also dann gucke ich, dass ich die auch runterjumpen lasse. Ja, dann ziehen wir erst hier alle Truppen so zusammen, dass die eigentlich keine Chance mehr haben zu reagieren. Ja. Ah, ich sehe übrigens gerade, der wird wieder über den äußersten Osten pushen. Da steht nämlich schon eine Flotte bereit mit 66.000, aber. Ah, kann ich da nicht irgendwas machen? Wieder kein Ende, die Credits, ne? Meine Fresse. Technology discovered. Scheiße, ich brauche diese grünen Gase brauche ich mehr, damit ich Flotten bauen kann. Grüne Gase. Diese, was ist das? Exotische Gase. Gase? Ja. Soll, die kann ich dir auch nicht schicken, wa? Ich brauche am liebsten mal alles, was du davon hast, weil ich wollte gerne eine dritte Flotte ausheben, damit ich die rechts abfangen kann. Die beiden. Galaktisches Wunder. Ich kann dir dafür flüchtige Teilchen geben.